Madame Harm, vous avez également une minute trente comme auteur. Sehr geehrte Kollegen, liebe Fußballfans, liebe Fußballer auf der ganzen Welt, wir wissen, dass Fußball die schönste Nebensache der Welt ist. Aber auf dieser Fußballweltmeisterschaft in Russland liegt ein großer und tiefer Schatten. Als Oleg Senzow, der Filmemacher von der ukrainischen Krim, vor einem Monat in den Hungerstreik getreten ist, hat er gesagt: If I die before or during the World Cup, there will be a resonance in favor of the other political prisoners of Wladimir Putin. Unsere Resolution ist ein Versuch, die Verzweiflung von Oleg Senzow ernst zu nehmen und seine Forderungen zu unterstützen. Es sind Hunderte, die in russischen Gefängnissen, in Straf- und Arbeitslagern im Archipel Gulag von heute verbannt sind. Minderheiten in Russland, die Opposition, werden verfolgt und unterdrückt und kriminalisiert. In den 4 Jahren, seit die Olympischen Spiele in Sotschi zu Ende gegangen sind, hat Wladimir Putin nichts dazu beigetragen, die Welt friedlicher zu machen. Er hat sie unfriedlicher gemacht. Es kann keine unbefangenen Besuche, keine unbefangenen Abende mit Wladimir Putin für Politiker aus dem Westen auf den Stadien, Tribünen in Russland geben. Das ist traurig, aber das ist so. Ich verstehe nicht, was die Aufregung über Treffen von deutschen Fußballern mit Präsident Erdogan wert sein soll, wenn westliche Politiker sich von Wladimir Putins Ruhmesshow in den nächsten Tagen instrumentalisieren lassen. Der Weg der Politiker aus dem Westen sollte nach Sibirien führen und sie sollten Oleg Senzow und andere in diesen brutalen Strafkolonien besuchen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. La parole est madame